Ja, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen. Wunderschönen guten Morgen und schön, dass wir auch heute wieder im Namen unseres Herrn Jesus miteinander diese Gemeinschaft haben dürfen. Ja, die Zeit rennt und wenn wir jetzt auch schon Ende Januar haben und mit großen Schritten auf meinen Geburtstag zusteuern, so bin ich doch noch ein wenig im Weihnachtsmodus, wie Sie es gemerkt haben, auch anhand dieses Titels von Nazareth nach Nazareth. Aber wie sagte es mal jemand, wenn Weihnachten das Fest der Liebe ist, ja, wieso feiern wir dann Weihnachten nur an Weihnachten? Gut, ich gebe Ihnen jetzt eine Stunde Zeit, um über den Sinn dieses Satzes nachzudenken. Und derweil wollen wir uns so ein paar Stationen der Weihnachtsgeschichte ja anschauen und näher betrachten. Aber bevor ich das tue, möchte ich auch noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir haben wirklich allen Grund, dir Dank zu sagen, dass wir auch heute Morgen wieder an diesem Sonntag zusammenkommen dürfen, um Gemeinschaft mit dir zu haben, in der Gewissheit, du bist gegenwärtig, du bist mitten unter uns, Herr. Hab Lob und Dank dafür. Und Herr, bitte, nimm jetzt auch alles Störende hinweg, dass wir uns konzentrieren dürfen auf dein Wort und auf die Gemeinschaft mit dir. Hab Lob und Dank. Amen. Ja, wir haben ja in der Bibel zwei Berichte, die sich jetzt etwas ausführlicher mit der Geburt des Herrn Jesus befassen. Nämlich zum einen das Matthäus und zum anderen das Lukas-Evangelium. Und wenn man jetzt diese beiden Berichte miteinander vergleicht, so stimmen diese aber nicht in allen Punkten überein. Was jedoch aber auch irgendwo logisch ist, denn ansonsten würde ja ein Bericht genügen. Aber so berichtet Matthäus jetzt Dinge in seinem Evangelium, die Lukas unerwähnt lässt und umgekehrt eben genauso. Und mein heutiges Ziel ist es nun, jetzt die Berichte aus dem Matthäus- und Lukas-Evangelium miteinander zu verbinden und einen möglichen, wohlgemerkt einen möglichen Verlauf der Weihnachtsgeschichte zu präsentieren. Und beginnen wir mit der Ankündigung der Geburt des Herrn Jesus und schlagen wir dazu das Lukas-Evangelium auf, Lukas Kapitel 1. Und wir werden heute so zwischen dem Matthäus- und Lukas-Evangelium immer wieder hin und her blättern. Wir beginnen mit Lukas Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Lukas Kapitel 1, Vers 26, Vers 27. Im sechsten Monat aber, das bezieht sich jetzt auf die Schwangerschaft von Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Dort beginnt also alles. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Ich hatte gesagt, die Botschaft lautet von Nazareth nach Nazareth. Und so bestätigt jetzt auch Lukas hier in seinem Bericht, dass ja Maria in Nazareth gelebt hat und ihr dort der Engel erschien. Und das ist also der erste Punkt. Der Maria wird in Nazareth die Geburt des Herrn Jesus angekündigt, und zwar noch bevor sie schwanger war. Denn so heißt es ja dann weiter in Vers 31, Lukas 1, Vers 31, da spricht dann der Engel zu Maria, ne? Und siehe, du wirst schwanger werden. Also nicht, bitte erschrick jetzt nicht, du bist bereits schwanger, nein, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Mit Erscheinen des Engels war Maria also noch nicht schwanger. Aber dann, infolge ihres Gottvertrauens und ihrer Worte, dann hier aus Vers 38, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, kam der Heilige Geist über Maria und sie wurde schwanger. Ja, und dann ist Josef an der Reihe.
dem ja ebenfalls ein Engel erschien, jedoch zu einem Zeitpunkt, als Maria bereits schwanger war. Und dazu müssen wir das Matthäusevangelium aufschlagen, da Lukas jetzt diesbezüglich den völlig überrumpelten Josef ignoriert. Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Das deckt sich mit dem, was wir auch aus Lukas erfahren haben. Aber, Vers 19, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Also wie wir hier gelesen haben, gedachte Josef jetzt seine Verlobte Maria heimlich zu entlassen. Das heißt doch, dass Josef zwischenzeitlich irgendwie und irgendwann mitbekommen hat, dass seine Verlobte schwanger ist. Und erst danach erscheint auch ihm ein Engel. Und dieser Umstand lässt jetzt vermuten, dass der Besuch von Maria bei Elisabeth, worüber ja nur Lukas berichtet, dass dieser Besuch stattfand, als Josef noch gar nichts von der Schwangerschaft seiner Verlobten wusste. Und dann würde es sich wie folgt abgespielt haben können. Der Maria wird die Geburt angekündigt und siehe, du wirst schwanger werden. Nach ihren Worten, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, wird sie schwanger. Daraufhin erfolgt dann der Besuch bei Elisabeth, so wie es dann hier in Lukas Kapitel 1 dann mit und ab Vers 39 dann weitergeht. Ne? Und sie machte sich auf in diesen Tagen, das heißt in den Tagen ihrer Schwangerschaft, und zwar ziemlich zu Beginn ihrer Schwangerschaft, machte sie sich auf und reiste rasch in eine Stadt in Juda, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und in Vers 56, also Lukas Kapitel 1, Vers 56, heißt es dann zu guter Letzt: Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr, und sie kehrte zu ihrem Haus, also nach Nazareth, zurück. Das heißt, Maria kehrte jetzt bereits im 3. Monat schwanger nach Nazareth zurück und weiß nicht, wie ihr treuherziger Verlobter auf diese Umstände reagieren wird. Bis hin zu der Gefahr, ja womöglich als Hure und Ehebrecherin gesteinigt oder zumindest ausgestoßen zu werden. Ja, und während der sichtlich geschockte Josef sich daraufhin von Maria trennen will, erscheint jetzt auch ihm der Engel mit den Worten, wie wir eben gelesen haben aus Matthäus Kapitel 1, Vers 20: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Das ist somit also der zweite Punkt. Auch dem Josef wird in Nazareth die bevorstehende Geburt des Herrn Jesus von einem Engel kundgetan. Und damit kommen wir auch schon zu der Geburt des Herrn Jesus als solches. Ja, und wo ist der Herr Jesus geboren worden? Liegt ja auf der Hand, ne? Nazareth natürlich. Aber nein. Wer das glaubt, der hat nicht nur den Weihnachtsgottesdienst geschwänzt, ne? Sondern der glaubt womöglich auch, dass Pontius der Bruder von Pilatus war. Nein, die Geburt des Herrn Jesus fand in Bethlehem statt. Genauso wie es Gott wollte und wie es von den Propheten vorhergesagt wurde. Und somit verlassen wir jetzt vorübergehend Nazareth und kommen nach Bethlehem. Das wäre der dritte Schritt.
Die Geburt des Herrn Jesus in Bethlehem und wie das vonstatten ging, das erklärt uns Lukas. Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Lukas 2, die Verse 1 bis 7. Es begab sich aber in jenen Tagen, das bezieht sich jetzt wieder auf die Schwangerschaft von Maria, aber jetzt ziemlich am Ende ihrer Schwangerschaft. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis, das bezieht sich auf das Römische Reich, sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste. Die erste, so präzise ist Gott. Ne? Das war die erste Erfassung in dieser Art innerhalb des Römischen Reiches. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth. Hier wird bestätigt, dass auch Josef genauso wie Maria aus Nazareth stammte, beziehungsweise in Nazareth lebte. Auch Josef ging hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Maria und Josef verlassen also, und zwar gezwungenermaßen, Nazareth und reisen nach Bethlehem. Und das war jetzt eine Distanz von ungefähr 130 Kilometern durch zum Teil bergiges Gebiet. Denn nicht umsonst steht hier geschrieben, sie zogen hinauf. Sie zogen hinauf nach Judäa. Das war also hier keineswegs eine erholsame Flachetappe. Und wir dürfen bei alledem nicht vergessen, dass Maria ja jetzt hochschwanger war, als die diesen langen Marsch unter die Füße nahmen. Und schätzungsweise, ich weiß es ja nicht genau, aber ich denke mal, so eine Woche werden die unterwegs gewesen sein. Und es wäre doch nicht außergewöhnlich, dass wenn jetzt wegen den Begleitumständen und den Reisestrapazen es womöglich bereits unterwegs zur Geburt gekommen wäre. Ja, und dann wäre der Heiland der Welt weder in Nazareth und noch in Bethlehem, sondern irgendwo dazwischen im Niemandsland geboren. Aber Gott hat es so gefügt, dass es tatsächlich erst zur Geburt kam, als Maria und Josef gerade Bethlehem erreicht und endlich eine Schlafstätte gefunden hatten. Ganz nach der Vorhersage aus Micha Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. So, und noch am selben Tag, beziehungsweise am Abend des Geburtstages des Herrn Jesus, erscheint den Hirten auf dem Felde ein Engel. Lesen wir weiter, hier Lukas Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Lukas 2, 8 bis 11. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, also vor den Toren Bethlehems. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute, nicht gestern, nicht vergangene Woche, nein, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und dann heißt es in Vers 16, Lukas 2, Vers 16, und sie, also diese Schafhirten, gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Das wäre der vierte Punkt. Die Hirten an der Krippe. Und ich denke, bis hierhin war ja alles noch irgendwie gut nachvollziehbar, da uns vor allem Lukas einen schönen und vor allem auch chronologischen Überblick verschafft.
Aber wie wir ja bereits festgestellt haben, denken wir nur an den verstörten Josef, ja? Da berichtet Lukas nun mal nicht lückenlos, sondern überlässt Matthäus das Wort, um das zu ergänzen, worauf Lukas selber nicht eingeht. So zum Beispiel das Geschehen mit den sogenannten Weisen aus dem Morgenland. Also gehen wir wieder ins Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Wobei Matthäus uns im Unklaren lässt, wann die gekommen sind, wie viel Zeit verstrichen ist zwischen der Geburt des Herrn Jesus und der Ankunft der Weisen, wissen wir nicht. Matthäus fasst das Geschehen einfach zusammen. Jesus ist geboren in Bethlehem in Judäa und irgendwann einmal, wann auch immer, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Das wäre der nächste Punkt. Die Weisen sehen einen Stern und begeben sich auf die Reise nach Jerusalem. Aber was wir eben nicht erfahren ist, wann sich die Magier jetzt wirklich auf den Weg gemacht haben. Sind die jetzt unmittelbar mit Erscheinen des Sterns aufgebrochen, womöglich noch am darauffolgenden Tag? Oder haben die erst noch Nachforschungen über diese außergewöhnliche Himmelserscheinung angestellt und ohnehin ja noch einige Zeit der Vorbereitung benötigt, bis alle Brote geschmiert sind und so weiter und so fort, ja? Bis die sich denn endlich auf diesen langen Weg gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, da es der Text nicht in aller Klarheit zum Ausdruck bringt. Aber halten wir einfach fest, dass hier an diesem fünften Punkt, unmittelbar mit der Geburt des Herrn Jesus und dem Besuch der Hirten an der Krippe, in gut und gerne 1000 Kilometer Entfernung, den Weisen ein Stern erscheint, der diese auf die Geburt des Herrn Jesus hinweist. Und daraufhin, wann genau auch immer, daraufhin begeben die sich auf die lange Reise nach Jerusalem, weil sie dort den neugeborenen König der Juden erwartet hatten. Ja, und jetzt lassen wir wieder Lukas zu Wort kommen. Die Weisen sind unterwegs, die vergessen wir nicht, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, aber jetzt gehen wir wieder ins Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 2, Vers 21. Lukas 2, Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, also 8 Tage nach der Geburt des Herrn Jesus, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Das ist der nächste Schritt. Immer noch halten sich Maria und Josef in Bethlehem auf. Aber höchstwahrscheinlich nicht mehr in einem Stall mit einer Krippe, sondern die werden zwischenzeitlich wohl eine normale Unterkunft gefunden haben. Und 8 Tage nach der Geburt des Kindes und dem Besuch der Hirten wird das Kind jetzt beschnitten, so wie es das Gesetz verlangte. Das wäre eben hier die 6. Station. Die Beschneidung des Herrn Jesus in Bethlehem, währenddessen die Weisen aus dem Morgenland sich auf den Weg gemacht haben, um dem neugeborenen König der Juden ihre Aufwartung zu machen. Und dann lesen wir weiter hier, Lukas Kapitel 2, dann die Verse 22 und 23. Die Verse 22 und 23. Und als die Tage ihrer Reinigung, das war dann jetzt im Anschluss an die Beschneidung, und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen.
wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Das wäre Schritt 7. Die Darbringung des Herrn Jesus im Jerusalemer Tempel. Um dem gerecht zu werden, wie es im dritten Buch Mose geschrieben steht, wie es dort geboten wird, ich lese es uns, dritte Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Da haben wir diese Anordnungen. Dritte Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich, wenn eine Frau schwanger ist und einen Knaben gebiert, wie es hier geschehen ist, ne, bei Maria mit ihrem Kind namens Jesus. So soll sie 7 Tage lang unrein sein. Sie soll unrein sein, wie in den Tagen, an denen sie unrein ist, wegen ihres Unwohlseins. Und am 8. Tag... Und am 8. Tag soll man das Fleisch der Vorhaut des Knaben beschneiden. Auch das ist geschehen. Nach Lukas Kapitel 2, Vers 21. Und sie soll 33 Tage lang, jetzt nach der Beschneidung, weitere 33 Tage lang im Blut ihrer Reinigung daheim bleiben. Sie soll nichts Heiliges anrühren und nicht zum Heiligtum kommen, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Und das ist genau das, was uns Lukas hier eben in seinem Evangelium schildert. Nach ungefähr 40 Tagen begeben sich Maria und Josef also nach Jerusalem, das ja nur etwa 10 Kilometer von Bethlehem entfernt lag. Das heißt also, dass sich Maria und Josef zumindest mal 40 Tage lang in Bethlehem aufgehalten haben. Und die ganze poplige Verwandtschaft, ne, Götti, Gotti, Omi, Opi und wie sie alle heißen, im 130 Kilometer entfernten Nazareth, das Jesuskind bis anhin noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Und erst jetzt, nach ungefähr 40 Tagen, verlässt die Familie Bethlehem, man begibt sich nach Jerusalem und die Weisen aus dem Morgenland, die stehen irgendwo am Euphrat im Stau. Und wenn wir jetzt im Lukas-Evangelium weiterlesen, ja, dann sind Maria und Josef mit ihrem Kind von Jerusalem aus nach Nazareth zurückgekehrt. Lukas Kapitel 2, Vers 39. Lukas Kapitel 2, Vers 39. Und nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn, die gebotene Beschneidung, ne, die Reinigungsvorschriften, die Darbringung des Herrn Jesus im Jerusalemer Tempel, und nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Endlich wieder daheim. Endlich wieder zu Hause. Zurück in ihre Stadt. Und endlich kann auch die wartende Verwandtschaft die junge Familie in die Arme schließen und die Geschenke überreichen. Wenn da nicht Matthäus wäre. Irgendetwas fehlt da nämlich noch. Was ist denn mit den Magiern aus dem Morgenland? Sind die mit einem deutschen Regierungsflieger unterwegs, ja? Nicht angekommen, mussten umkehren oder was auch immer? Und gab es nicht einen Kindermord in Bethlehem? Und wie ist es denn mit der Flucht nach Ägypten? Oh ja, tatsächlich, da war doch noch was. Aber wann und wie? Wie gesagt, gemäß dem Bericht von Lukas könnten wir annehmen, dass die Familie von Jerusalem aus nach Nazareth zurückgekehrt ist. Gemäß Matthäus jedoch hat es den Anschein, dass die Familie erst viel später zurückkehrte. Und diesen vermeintlichen Widerspruch, ja, den will ich jetzt mit Ihnen beleuchten, auch auf die Gefahr hin, dass es Sie gar nicht interessiert, aber das ziehen wir jetzt durch.
Also nochmals, würden wir jetzt nur das Lukas-Evangelium haben, dann müssten wir davon ausgehen, dass die betreffenden Personen nach der Beschneidung und der Darbringung des Herrn Jesus nach Nazareth zurückgekehrt sind. Das ist das, was wir hier vor Augen haben. Und das ist im Prinzip das erste Szenario, was sich jetzt auch gar nicht so sehr von der anderen Möglichkeit unterscheidet, wie wir gleich noch sehen werden. Aber wenn dem wirklich so war, wenn die jetzt tatsächlich nach Nazareth zurückgekehrt sind, ja, dann muss doch die Jesusfamilie irgendwann wieder in Bethlehem gewesen sein. Denn dort haben die Magier den Herrn Jesus gehuldigt und nicht in Nazareth. Und bislang ist das ja noch nicht geschehen. Ja? Die sind ja immer noch unterwegs. Aber bevor wir jetzt diesen Weg weiterverfolgen, schauen wir uns kurz ein zweites Szenario an, welches besagt, dass die Familie eben nicht nach Nazareth, sondern vielmehr wieder nach Bethlehem umgekehrt ist. Das wäre nämlich auch möglich. Und dann wäre es so gewesen, dass Lukas jetzt in seinem Bericht diese entsprechenden Geschehnisse einfach überspringt und unerwähnt lässt und dass das, was uns Matthäus ausführlich in seinem Evangelium schildert, zwischen der Aussage hier aus Lukas Kapitel 2, Vers 39 stattfand, die da lautet: Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, Lukas fasst das praktisch knapp zusammen, und dann kommt eben hier diese große Lücke, die Geschehnisse, die dann Matthäus in seinem Evangelium ergänzt, und danach und erst danach geht es dann weiter mit: Kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Hätte Lukas, wie gesagt, das einfach alles gekürzt wiedergegeben. Und das würde bedeuten, dass Maria und Josef mit ihrem mittlerweile anderthalb Monate altem Kind, 40 Tage Darbringung im Jerusalemer Tempel und so weiter und so fort, mit ihrem mittlerweile anderthalb Monate altem Kind dann von Jerusalem wieder nach Bethlehem zurückgekehrt sind. Vielleicht sogar mit der Absicht, in Bethlehem sesshaft zu werden, wie wir nachher noch sehen werden. Ja, und in dem Fall, das wäre die einfachste Lösung, in dem Fall wären dann etwas später die Weisen aufgetaucht. Es hätte den Kindermord und die Flucht nach Ägypten gegeben, und erst danach wären Maria und Josef wieder nach Nazareth gekommen. Aber das ist vielleicht zu einfach. Kehren wir wieder zurück zu dem ersten Gedanken, nämlich dem, dass die Familie von Jerusalem aus sich tatsächlich zunächst wieder auf den Weg nach Nazareth gemacht hat. In die Stadt, in der Maria und Josef ursprünglich gelebt haben und wo deren Eltern und Verwandten mit Sehnsucht auf deren Rückkehr warteten. Und währenddessen befinden sich die Weisen aus dem Morgenland immer noch auf ihren langen Marsch Richtung Jerusalem. Die Jesusfamilie wohnt derweil wieder in Nazareth. Und es sind jetzt mittlerweile so knapp 2 Monate nach der Geburt des Herrn Jesus vergangen. Und jetzt erfahren wir aus Lukas Kapitel 2, Vers 41, ja eher so beiläufig ein wichtiges Detail. Lesen wir das. Lukas Kapitel 2, Vers 41. Lukas 2, Vers 41. Und seine Eltern, also hier geht es um Maria und Josef, und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Das ist die Lösung. Maria und Josef waren sehr gottesfürchtige Menschen, so dass die sich alljährlich zumindest einmal auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben. Und es gab ja 3 Wallfahrtsfeste, weswegen sich fromme Juden auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben. Zum einen das Laubhüttenfest, des Weiteren das Wochenfest und eben das hier erwähnte Passafest. Und diese Aussage hier aus Lukas 2, Vers 41, das bezieht sich zwar auf ein Passafest, als der Jesus bereits 12 Jahre alt war, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass auch in all den Jahren zuvor die Familie zumindest anlässlich des Passafestes nach Jerusalem zog.
Und das würde bedeuten, dass die Familie sich jetzt ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr, wie auch immer, nach der Geburt des Herrn Jesus und nachdem man dann wieder nach Nazareth zurückgekehrt war, sich dann wieder auf den Weg nach Jerusalem gemacht hat. Entweder um das hier erwähnte Passafest zu besuchen oder vielleicht auch eines der anderen Wallfahrtsfeste. Und darüber hinaus waren es gut und gerne über 100 Kilometer von Nazareth nach Jerusalem, so dass es mit einem Tagesausflug hier nicht getan war. Und da während den Wallfahrtsfesten Jerusalem ziemlich überbelegt war, ist es mehr als wahrscheinlich, dass Maria und Josef in Bethlehem ihr Domizil aufgeschlagen haben. Zumal Josef ursprünglich aus Bethlehem stammte, vielleicht dort noch Besitz hatte, Verwandtschaft hatte und dort hat unterkommen können. Und nach diesem Szenario wäre die Jesusfamilie also wieder in Bethlehem angelangt, in Verbindung mit dem Besuch des Passafestes. Und das wären dann die Schritte 8 und 9. Die Rückkehr nach Nazareth und nach ein paar Monaten, ich sage jetzt mal vielleicht nach einem halben Jahr, der erneute Aufbruch nach Bethlehem und Jerusalem. Ja, und jetzt kommen wir wieder ins Matthäusevangelium. Und zu dem, worüber Lukas nichts schreibt. Die Magier aus dem Morgenland erreichen so langsam, aber sicher ihr Ziel. Wir lesen Matthäus Kapitel 2, Vers 8, Vers 9. Matthäus Kapitel 2, Vers 8, Vers 9. Wir hatten ja gehört, die haben den Stern gesehen. Sie haben sich dann auf den Weg nach Jerusalem gemacht. In Jerusalem angekommen, erfahren sie durch den König Herodes, dass sie noch nach Bethlehem müssen. Und da heißt es dann Matthäus 2, Vers 8, und er, also Herodes, sandte sie nach Bethlehem. Und dann Vers 9, und als sie den König, also Herodes, gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, also jetzt in Bethlehem, wo das Kind war. Und ich hatte bereits gesagt, dass wir nicht wissen, wann sich die Magier jetzt wirklich auf den Weg gemacht haben und auch nicht wissen, wann genau die jetzt in Jerusalem bzw. in Bethlehem angekommen sind. Aber die kamen aus dem Gebiet Babylons und Persiens. Und für diese Strecke nach Jerusalem benötigten diese sicherlich wenigstens ein halbes Jahr, je nachdem, wie viele Dönerbuden am Wegesrand standen. Und das deckt sich. Das deckt sich doch sowohl mit der Möglichkeit, dass die Jesusfamilie in Bethlehem bereits wohnte, weil Josef sich dort niedergelassen hatte, als auch mit der Möglichkeit, dass je nachdem, wann man welches Wallfahrtsfest besucht hatte, der Herr Jesus, und jetzt sage ich es einfach mal, womöglich ein halbes bis anderthalb Jahre alt war, als die Magier schließlich in Bethlehem angekommen sind. Und eins ist auf jeden Fall klar: dass der Jesus einerseits längst nicht mehr in einer Krippe lag und der andererseits höchstens, allerhöchstens 2 Jahre alt gewesen sein kann, als die Magier ihn besuchten. Matthäus Kapitel 2, Vers 11, Matthäus Kapitel 2, Vers 11. Und sie, also die Magier, gingen in das Haus hinein. Sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Hier ist von keinem Stall die Rede, von keiner Höhle, von keiner Krippe, auch von keinen Schafhirten. Nein, die Magier, die waren nie an der Krippe und den Schafhirten niemals begegnet. Nochmals, die Jesusfamilie hat zu diesem Zeitpunkt in einem Haus gelebt. Wenn Lukas von einem Stall spricht, von einer Krippe und von den Hirten, dann befinden wir uns in einer ganz anderen Zeit als Matthäus in seinem Bericht, wenn er über die Magier spricht und diesem Haus. Ja, und des Weiteren erfahren wir dann aus Vers 16, Matthäus 2, Vers 16, dass Herodes ja alle Knaben töten lassen wollte von 2 Jahren und darunter, was also belegt, dass der Jesus
höchstens, allerhöchstens 2 Jahre alt gewesen sein kann. Ja, und infolge des Tobsuchtanfalls von Herodes erfolgte dann schließlich die Flucht nach Ägypten. Das ist Schritt 11. Die Flucht nach Ägypten, die ich allein schon wegen Elia Maurice unbedingt erwähnen musste. Matthäus Kapitel 2, die Verse 13 bis 15. Matthäus 2, die Verse 13 bis 15. Als sie aber weggezogen waren, also die Magier begeben sich jetzt wieder auf den Heimweg. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ja, so wie die Geburt des Herrn Jesus durch eine Jungfrau vorhergesagt wurde. So wie prophezeit wurde, dass der verheißene Erlöser aus dem Stamm Juda und aus dem Hause Davids hervorkommen würde. So wie die Geburt in Bethlehem prophezeit war, so war auch der Aufenthalt in Ägypten fester Bestandteil im Heilsplan Gottes. Denn so zitiert ja Matthäus hier aus Hosea Kapitel 11, Vers 1: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und wir sehen bei alledem, Gott überlässt nichts dem Zufall. Gottes Handeln ist stets zielgerichtet. Und ist das nicht auch eine Ermutigung für uns heute? Ja, einfach gewiss sein zu dürfen, ja, wir sind eben nicht dem Zufall und auch nicht dem Schicksal überlassen, ja, noch nicht einmal der Willkür irgendwelcher Möchtegernmächtigen, sondern der Güte und Liebe Gottes. Und wie glücklich darf sich doch ein Mensch schätzen, ja, ein Kind Gottes sein zu dürfen. So wie es Paulus einst zum Ausdruck brachte, mal wieder sinngemäß wiedergegeben in Philipper Kapitel 3, Vers 8, wo Paulus doch sagt, ja, es hat doch alles keinen Wert. All das Weltliche, all das Menschliche, es hat alles keinen Wert. Ja, ich erachte alles als Dreck gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis in Christus Jesus, meines Herrn. Mit anderen Worten, ohne Jesus habe ich nichts. Da kann es mir noch so gut gehen, materiell, gesundheitlich, in welcher Hinsicht auch immer. Aber ohne Jesus ist mein Leben leer. Ohne Jesus habe ich nichts. Nichts kann ein Leben mit Jesus ersetzen. Keine Weltreise, kein gut gefülltes Aktienpaket und so weiter und so fort. Aber umgekehrt gilt das Wort aus 2. Korinther Kapitel 6, Vers 10. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Und wie vielen Geschwistern, hier sicherlich in unseren Breitengraden weniger, ja, aber wie vielen Geschwistern geht es so? Die haben nichts, die stehen nicht nur vor dem Nichts, sondern die befinden sich mitten im Nichts. Aber sie haben Jesus. Und damit haben sie alles. Wir haben nichts und besitzen doch alles. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 10. Aber das nur mal als Einschub. Kehren wir zurück hier nach Ägypten. Wie lange sich jetzt Josef mit seiner Familie in Ägypten aufgehalten hat, das wird hier nicht gesagt. Aber aus der Geschichtsschreibung erfahren wir, dass Herodes nur wenige Zeit später verstarb. Und mit seinem Tod erfolgte die Rückkehr nach Israel, so dass der Aufenthalt in Ägypten nicht allzu lange gedauert haben wird. Und erst jetzt wird im Matthäus-Evangelium berichtet, dass sich Maria und Josef wieder in Nazareth ansiedelten. Station 12. Die Rückkehr nach Nazareth.
entweder erstmals seit der Geburt des Herrn Jesus, nach womöglich etwa 2 Jahren, oder eine erneute Rückkehr nach dem zwischenzeitlichen Besuch des Passafestes. Und da heißt es in Matthäus Kapitel 2, die Verse 19 bis 23. Matthäus 2, die Verse 19 bis 23. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da scheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Und jetzt der Vers 22, ist ganz wichtig, müssen Sie gut zuhören. Vers 22. Als er aber hörte, dass Archelaus statt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, Bethlehem lag in Judäa, ja? Über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Also der Wortlaut hier aus Vers 22, den ich so betont habe, ja, da lässt doch sehr stark vermuten, dass Josef mit seiner Familie gar nicht nach Nazareth wollte, sondern der wollte zurück nach Bethlehem. Denn so heißt es ja hier, ne, dass er sich fürchtete, nach Judäa zu gehen, und Bethlehem lag in Judäa, weil Archelaus über Judäa herrschte. Und erst aufgrund eines Traums, dieser Fügung Gottes, zog Josef wieder nach Nazareth. Wie bereits angetönt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich Josef in Bethlehem niederlassen wollte, beziehungsweise sich vielleicht dort bereits niedergelassen hatte. Aber Gott, und das ist so faszinierend, aber Gott, der einst dafür sorgte, dass Maria und Josef Nazareth verlassen und nach Bethlehem gehen mussten, der gleiche Gott sorgt nun dafür, dass Maria und Josef nicht wieder nach Bethlehem gehen, sondern nach Nazareth zurückkehren. Denn auch das war der feste Bestandteil des Heilsplanes Gottes, wie es ja hier geschrieben steht, damit erfüllt würde. Und das durchzieht den Heilsplan Gottes wie ein roter Faden, ne, worauf gerade auch Matthäus immer wieder Bezug nimmt, ne, damit erfüllt würde. Es passiert eben nichts durch Zufall. Alles hat seinen Sinn und Zweck. Damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist: Er wird Nazoräer genannt werden. Ja, und somit sind wir wieder in Nazareth angelangt. Von Nazareth nach Nazareth. Endlich wieder daheim. Und endlich erfolgt auch gleich mein Amen. Gleich. Aber bevor ich mit dem Amen schließe, will ich einfach betonen, dass das Wort Gottes sich nicht widerspricht, sondern eine einzigartige Offenbarung Gottes an uns Menschen ist. Ja, der ganze Heilsplan Gottes durchzieht die Bibel wie ein roter Faden. Und es sind doch wir Menschen, ne, die wir uns einbilden, wie aufgeklärt und wie klug wir doch sind. Es sind wir Menschen, die wir blind sind, einfach nur blind für das Reden Gottes. Es sind wir Menschen, die sich ständig widersprechen. Und es sind wir Menschen, die von völlig falschen Voraussetzungen ausgehen. Gott aber widerspricht sich nicht. Gottes Reden ist sowas von klar, wahr, präzise, einzigartig, souverän, allmächtig und unerschütterlich. Und es ist einfach faszinierend mit ansehen zu dürfen, wie Gott mit seinem Wort und mit seinem Heilsplan zum Ziel kommt. So auch hier, was die Geburt des Herrn Jesus anbelangt. Ja? Er benutzt einen römischen Kaiser, um genau zum richtigen Zeitpunkt eine Volkszählung zu befehligen, die letztlich dazu führt, dass der lebendige Sohn Gottes zum richtigen Zeitpunkt am rechten Ort geboren wird.
Er benutzt einen eitlen und furchterregenden Tyrannen namens Herodes, um dafür zu sorgen, dass das Wort Gottes Erfüllung findet. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Gott benutzt einen nicht minder grausamen Machtmenschen namens Archelaus, um dafür zu sorgen, dass Jesus nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth aufwächst, so dass er ein Nazoräer genannt werden wird. Nichts geschieht durch Zufall. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt auf immer bestehen. Und im festen Vertrauen auf das Wort Gottes schließe ich mit 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. Wir danken Gott unaufhörlich dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch brachten, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es tatsächlich ist, als Wort Gottes. Und weil ihr diesem Wort glaubt, wirkt es auch an euch. Und das wünsche ich uns allen, dass das Wort Gottes für uns nicht irgendwie nur Theorie ist, nein, sondern dass es tatsächlich unser Leben verändert. Dass das Wort Gottes in uns wirkt und dass wir es wirken lassen, weil wir es glauben. Weil wir dem Wort Gottes vertrauen und wissen, ja Gott, du bist ein Gott, der mit deinem Heilsplan zum Ziel kommt. Dem Herrn sei gedankt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich von Herzen Dank sagen. Dank sagen, dass du uns auch heute Morgen hierher geführt hast in die Zionshalle, um dein Wort zu hören. Aber einfach auch, um diese Gemeinschaft mit dir zu haben. Darüber hinaus auch wissen zu dürfen, dass wenn wir diese Räumlichkeiten nachher verlassen, dass wir nicht warten müssen bis zum nächsten Sonntag, bis zum nächsten Gottesdienst. Nein, dein Wort ist lebendig. Lebendig, wir haben dein Wort, darin dürfen wir lesen, jeden Tag. Wir dürfen Gemeinschaft mit dir haben, durch das Gebet, alle Zeit. Wir sind nicht gebunden an irgendwelchen Ortschaften, wir sind nicht gebunden an irgendwelchen Zeiten und Gegebenheiten, nein. Rund um die Uhr bist du für uns da, weil wir deine Kinder sind. Und Herr, wir können gar nicht genug deinen Namen nur loben und preisen, Herr. Auch dahingehend, was du für uns vollbracht hast am Kreuz von Golgatha, Herr. Und dass wir gewiss sein dürfen, dass du mit einem jeden von uns zum Ziel kommst, Herr. Aber wir wollen dich auch bitten, Herr, dass wir unser Herz öffnen. Dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter. Dass wir uns verändern lassen, Herr. Dass dein Wort wirklich auch in uns wirkt. Dass wir es aufsaugen und in die Praxis umsetzen. Gib dazu Kraft und Freude. Hab Lob und Dank dafür. Amen.